Und wenn man dann natürlich überlegt, dass unser, also nur der Schirm sagen, habe ich erfahren, dass unser RB und unser, unser Ministerpräsident heute im Stadion waren, dann ist natürlich das eine ganz andere Sache, ne? Die sich nie vertreten lässt. Wir wissen es nie, aber es wurde uns dazu getragen. Es wurde uns dazu getragen, dass die Leute halt heute im Stadion waren, die uns das heute hier verbieten zu feiern. Ne? Und das ist so wie in der Kirche, Wein trinken. Wasser trinken, Wein trinken, genau, das ist das. Ne? Bei den Kinderficker. Ne? Ja, das ist halt ein bisschen schade. Ja, das glaube ich. Und das muss man einfach nie. Wir haben trotzdem ein bisschen gefeiert und das Beste. Ihr habt euren Spaß trotzdem gehabt. Wir hatten unseren Spaß, wir haben das Beste draus gemacht. Ja. Auch bei dem Wetter hier. Leute. Muss denn das immer noch alles werden? Immer noch wieder gewinnen. Kameramann! Hast du Was ist denn hier falsch bei euch?
Was war hier von der Schule? Sechs. Ja. Ja, genau. Sechs Wasserwerfer waren im Gelände. Ja. Na, ihr müsst also aufpassen, ja. Ne? Das Ding ist, so wie die Mainstream-Medien funktionieren, werden sie ja heute in der ARD und Tagesschau wahrscheinlich gesagt haben. Aber das ist genau das. Die werden heute wahrscheinlich sagen, ihr seid alle auch rechts. Die werden alle sagen, ihr habt gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Die werden allen möglichen Mist über euch schreiben. Ich bin schon gewohnt seit hier. Ich bin schon über 30, weit, also nicht weit, aber ich bin Mitte 30 und Philipp, weiß ich nicht. Sven, ich bin Mitte 30 und habe ganz viel schon mitgemacht. Ja. War es denn heute verhältnismäßig? Haben die sich die Fans so benommen, dass man da in die mit Wasserwerfern reinballern musste? Sagen, kann ich leider genau Auskunft zugeben. Okay. Weil ich